Hallöchen, ihr lieben Zuhörer da draußen, und willkommen zurück zu meinem Let's Talk, Let's Play. Wie immer, ich bin's, euer Nitro-Küken, und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich in der letzten Woche kein Let's Play rausgebracht habe. Es lag aber daran, dass ich, ja, wie es den meisten halt eben geht, die Schule fängt wieder an, und da ist man dann leicht gestresst, sage ich jetzt mal. Man kommt in diesen Alltag wieder rein, man ist eh schon so genervt, und da kam ich letzte Woche einfach nicht dazu. Ich musste noch viele Sachen besorgen, musste mich einfach in das Schulleben wieder einleben. Ich denke mal, da ging es den meisten so. Und deshalb einfach ein wenig Rücksicht haben. Ich habe jetzt einfach mir mal gedacht, okay, mache ich jetzt mal wieder ein Let's Talk. Und ja, ich habe mir da mal ein paar Themen wieder mal aufgeschrieben. Ich fange wie immer einfach mal an. Die Schule habe ich ja mich schon entschuldigt, wie gesagt. Wegen meiner Band, da wird es jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich immer wieder häufiger Videos geben. Also da freue ich mich nämlich schon ein wenig drauf. Ich weiß nicht wann, aber wir werden auf jeden Fall auch eine kleine Aufnahme machen, sage ich jetzt mal, und die dann auf Seiten halt eben hochladen. Das wird aber so, wie gesagt, so in ein paar Monaten erst stattfinden, mit einem Lied dann erstmal anfangen. Und das läuft gerade eben wie halt eben auf Hochtouren. Deshalb bin ich da auch noch nebenher ziemlich stark beschäftigt, dass der Kanal ein bisschen lebendiger wird. Deshalb einfach nicht wundern, wenn jetzt mal eine Woche nichts kommt. Das ja ist halt jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal. Zu dem Gameplay wieder an für sich. Ich weiß gerade nicht, wie viel Kills. Letztendlich war ich Platz 1. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube 19 Kills, 11 Tode und 13 Assists. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher. Ich habe in dem Gameplay ein paar Mal gefehlt, wie man auch hier schon sehen kann. Einmal habe ich mir sogar einen Raketenwerfer geholt und wollte eigentlich eher meine Munition nachladen, aber irgendwie war ich halt eben total verpeilt. Und letztendlich dachte ich nämlich einfach mal, das Let's Play, es kam ja ganz oder war ganz gut. Falls irgendwelche rumheulen, dass ich die ganze Zeit am Ende auch extrem mit einer Sniper rumhantiere, ist einfach der Grund. Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier vor meinem Rechner und probiere krampfhaft ein Let's Play hinzukriegen. So, ist ja nicht weiter schlimm. Was ich aber daran schlimm finde, ist, dass da so wirklich Leute gibt, die stundenlang auf einen Fleck hocken und dann nur warten, dass du drauf vorbeirennst. Du weißt zwar, dass die Person da ist, du willst auch zu der hin und willst sie umbringen. Das Problem ist, sobald du aber um die Ecke rennst, ich habe das Gefühl, die haben keine Ahnung was drin oder einfach nur schnell Reflexe, die drücken schon ab, sobald du nur kurz noch vor der Ecke bist. Also wisst ihr, wie ich es meine? Ihr geht um die Ecke und seid sofort tot. Also total krank. Und da habe ich mir gedacht, okay, was ihr könnt, kann ich auch. Und deshalb, ja. Ich habe eine kleine Bitte an euch. Das würde mich jetzt in nächster Zeit ziemlich stark unterstützen. Ob ihr Vorschläge habt, über was ich denn alles und ja, über Gott und die Welt reden könnte. Dass ihr mir einfach Vorschläge gibt, über was kann ich reden? Soll ich noch jemand mit in der Aufnahme reinnehmen? Das wird wahrscheinlich eh so sein. Aber hättet ihr da Bock drauf, mit irgendjemandem zusammen so ein Let's Commentary oder weiß ich was, wie man es nennt, zu machen? Einfach vielleicht, keine Ahnung, mit dem Riva nochmal ein bisschen was oder mit dem Weizenfieber oder mit Talasa oder einfach so. Schreibt einfach mal drunter, mit wem ihr gerne hören wollt, mit wem ich denn ein bisschen so über Gott und die Welt rede. Es muss nicht ein religiöses Thema sein. Es kann auch ein ganz, keine Ahnung, irgendein banales Thema sein. Es kann aktuelle Themen sein. Es ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich bin da ziemlich offen. Aber einfach, dass ich so ein bisschen Gesprächsstoff habe, weil ich weiß langsam nicht mehr, über was ich reden soll. Und das ist, wow, ist schon ein bisschen aufwendig. Auch wenn ich habe jetzt eigentlich noch Hausaufgaben zu tun, aber ich dachte mir, okay, mach's jetzt halt mal zwischendurch. Das Let's Talk. Schreibt es mir einfach dann runter in die Kommentare, über was ich denn reden soll, ob ich es alleine besprechen soll mit jemand anderes. Ja, die
Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, in Facebook ist ja diese Umfrage gestartet worden, welches Genre ich an Game noch Let's Playen soll. Bis jetzt haben zwei Leute für Horror abgestimmt. Finde ich zwar schön, aber ich denke mal, irgendwie haben da die meisten noch nicht abgestimmt. Und ich fände es einfach irgendwo cool, wenn wenn ihr auch noch abstimmt. Ich meine, es ist nur ein Klick, ihr müsst euch das halt eben nur durchlesen. Und sagt einfach mal ihr, welches Genre ich Let's Playen soll. Also ich habe hier hingeschrieben, Horror, Adventure, MMO, weiß ich was. Also, die Abstimmung geht bis Ende diesen Monats und dann werde ich mir ein Game raussuchen, wo ich dann intensiv Let's Playen werde. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten Thema. Und zwar werde ich ja dann wöchentlich zwei Let's Plays rausbringen. Einmal das Let's Talk von Blacklight und das andere ist halt eben dann das Game, was ihr dann noch ausgesucht habt, oder was heißt ihr, was ihr abgestimmt habt. Und ja, freue ich mich schon drauf. Bei Horror werde ich mich halt ziemlich zukacken, das kann ich jetzt schon sagen, weil ich eine ziemliche Angsthase bin. Das, also ich glaube, teilweise schlimmer als Riva. Aber es wäre mal wieder ein Stück weit was Neues. Also, ja, könnt ihr einfach mal abstimmen, es ist keine Verpflichtung, ich fände es halt lediglich nur cool, wenn ich dann auch mal so von euch ein bisschen nochmal was bekommen könnte, sag ich jetzt mal. Ja, was könnte ich denn jetzt noch faseln, weil an für sich sind meine Punkte rum, das Display dauert aber noch so, ja, so 3 Minuten. immer diese Spontanität. Schönes Wetter, oder? Also, wie meint ihr das? Also, ja, so 26 Grad. Ich weiß ja nicht, ob das... Also, wir haben zwar noch nicht Herbstanfang, aber... da denkt man sich dann schon ein bisschen kältere Monate aus, aber... Morgen soll es ja, oder heute besser gesagt, wenn es ja morgen hochgeladen wird. Ja, heute wird es ja dann schon ein bisschen kühler. Naja. Ich glaube, ich mache mal kurz eine kleine Schweigeminute, dass ich mir noch kurz was überlegen könnte. Also, bis gleich. Ich glaube, das war jetzt zwar keine Minute, aber ist ja mal auch völlig egal. Mir ist nämlich gerade eben noch eingefallen, wenn wenn jetzt wirklich zu viele abstimmen sollten, zwecks das Genre von Horror, also was ich dann mit Brain sah, dann hätte ich sogar schon ein Game. Oder hätte ich mehrere Games, aber die kenne ich halt alle schon, das ist ja dann auch doof für euch. Hättet ihr irgendwie dann, also wenn ihr, ihr könnt euch ja jetzt schon mal überlegen, wenn jetzt der Monat dann rum ist, werde ich dann nochmal bei einem Let's Talk, werde ich dann gezielt dann nochmal fragen. Ihr könnt ja aber euch jetzt schon mal überlegen, ob ihr für mich einen Vorschlag hättet, was was für ein Genre dann ich spielen soll, also welches Spiel ich dann gezielt spielen soll, dass ich auch was Neues hab, sozusagen. Weil, ja, wie, das ist halt doof, wenn ich ein Spiel Let's Play, wo ich schon kenne, da merkt man sofort, okay, der hatte schon gezockt, das ist voll lahmarschig, voll der Penner, ey. Also, ja. Ja, hier seht ihr den Fail, ich wollte jetzt eigentlich, wollte ich meine Munition nachladen, also seht ihr hier. So, habe ich geklickt, hat nicht funktioniert und dann, zack, werde ich abgeschossen, aber es war mir dann auch irgendwo recht. Dann konnte ich mir nämlich wieder meine Waffe aussuchen. Oh, huhu, also das Let's Play endet auch jetzt gleich. Das sind ja nur noch 18, 17, ja, keine Ahnung wie viele Sekunden. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören, ihr lieben kleinen YouTuber unter euch. Hier kommt was ganz Witziges, ein Triple Kill.
zack, der nächste tot. Und dann nochmal, zack. Und dann war es auch schon rum. Ich bedanke mich. Hier können wir nochmal sehen, ob ich jetzt recht hatte von vorhin. Ja, Nidro, mach mal die Liste auf. 19 Kills, 7 Tode und ich glaube, jetzt dürfte ich auch noch gleich Space drücken. 11 Assist. Und damit sage ich dann auch Tschüss. Eine schöne Woche euch noch und man sieht sich.